Moin und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play 476 in Teamwork mit Wanderer.de. Wir sind auf dem Weg nach Grafton und haben uns bis zur Station Grafton vorgearbeitet und da ein bisschen abzuladen, um dann anschließend nach Grafton selber zu gehen, wo ordentlich Mutanten auf uns warten. Und da ist einiges los. Seht selbst, viel Spaß bei der Folge. Nächste 25er. Ups, das nehme ich mal an, mich hier. Das können wir ja hier nicht liegen lassen. Nee. Kann man auch gleich mal verschrotten? Ja, sehr schön. so. Das haben wir. Das ist auch okay. Ach, das ist ein Eimer. Und ein Tattoo. Leider nicht so essen. Muss mal alles Munition gegart und werden. andere Vorräte sind hier verfügbar. Würden wir nämlich krank werden, wenn wir das roh essen. Am Anfang war das roh gegessen, war ich krank geworden. Ja. Aber da konnte ich die Spielmechanik oder nicht. Wenn Sie Vorräte 1:1000 Ja, eine Power-Rüstung wäre nicht schlecht für uns. Na, wir haben ja bisher nur das Gestell, ne? Ja, wir müssten die Baggerrüstung spielen, aber dafür sind wir noch nicht hoch genug. Wir sollten versuchen auf 20er Level. Wenn wir 20er Level haben, können wir mal darüber nachdenken. Ja. Und dann müsste das eigentlich auch gehen. So. Ah ja, wir haben hier oben auch Folge dem Weg der Aufseherin habe ich hier noch, hier oben. Nach Welsch musste man da, glaube ich, ne? Nee, einer ist hier oben. Ach Das so. ist aber, glaube ich, warte mal, bei dem Bürgermeister hier irgendwie. Aber wir müssen sowieso in den Ort, ob wir wollen oder nicht, das sollten wir ruhig machen, auch wenn es schwierig wird. Und der 27er dürfte uns hier eigentlich nicht behindern. In der Nähe. Ja, weiter weg ist ein 105er und 157, aber die sind weiter weg. Ja. Ne? Also das könnte gut gehen für uns. Dann lass uns doch mal, wenn du soweit bist, oder wolltest du Ja. noch verkaufen? Nee, ich bin soweit, Jo. Warte mal, wir müssen hier lang. So, ab hier müssen wir jetzt überall mit Feinden rechnen, verschiedener Art. Ja, okay. Muss mal kurz meine Waffe nochmal nachladen zur Sicherheit. Genau, craften. Ist hier was drin? Ja. Guck mal eben hier, ob hier was ist. Oh, hier liegen Kronkorken. Ja. 14 Stück habe ich bekommen. Oh, bei mir sind es 12. Da drüben Aber. sind die größeren Frösche. Oh. Fünfer. Ja, die sind aber nur Fünfer. Fünfer, die könnten wir theoretisch umlegen. Ne? Aber nicht zu dicht dran geht, die haben eine schöne lange Zunge. Ja. Weiß gar nicht, spucken die, die haben Kröteneier, da können wir glaube ich irgendwas draus machen. Omelette oder so. Ja, eigentlich was? Nö, hier ist nichts. So, hier vorne. Warte mal, hier ist irgendwo noch ein kleiner Schuppen, in der immer eine Werkbank ist. Und Ja. mit ein bisschen Glück, nee, heute habe ich kein Glück. Hier ist nämlich manchmal auch ein Kern drin. Im Schuppen ist dann die Werkbank. Ja. Oh, hier ist eine Kiste. Ja, hatte ich schon einmal gerade. Hinter dir, die in der Ach, ah, Metallkiste. die. Ja, ich habe nichts, nee. Okay. Hier war, glaube ich, draußen noch was, ne? Nee, das Feuer ist leider nicht benutzbar. Okay, ich würde sagen, ah, hier ist so ein Eimer, den zerlege ich schnell. Und es gibt noch einen zweiten Händler hier. Da vorne sind die ersten Mutanten. Den habe ich gleich getroffen, das war nur ein Fünfer. Also hier wirklich vorsichtig jetzt. Ja.
Muss nur mal sehen, dass ich den looten kann. Oh, wo ist denn das? Ist nichts drin. Ja, ne, das ist das, was ich sagte mit. Nicht beide das gleiche treffen, also beide auf das Ziel treffen, schießen, kriegt nur einer was. Ich glaube, hier kommt nur rein. Hier ist eine Dose. Hier ist nochmal Munitionspack und Chemie oder Erste Hilfe. Ja. So. Hier läuft ein Roboter rum, das ist der Verkäufer. Ist Grafton nicht wunderschön? Da muss noch ein Mutant irgendwo rumeiern. Ah, der kabbelt sich da mit dem anderen. Okay, kleiner Trick hier, guck mal. Hier unten liegt immer Klebeband. Ich nehme das jetzt mal auf. Ich weiß nicht, ob du das auch noch mal extra. Hier oben sind noch zwei. Jetzt schießt der Blöde. Scheiße, jetzt sind schon Zehner. Jo, ich glaube, ich werde auch mal Pumpkin nehmen. Ich glaube, es ist besser. Ja, schnell looten. Ja, weil da hinten irgendein anderer rumläuft. 43er. Deswegen haben wir wahrscheinlich doch etwas höher. Also hier kannst du immer gucken, Klebeband, ne? Ja, da sind auch noch zwei. Auch hier, und hier oben ist noch ein Abraxo zweimal drin. Also drei Klebeband, zwei Abraxo. Ja. Und hier ist meist noch ein Korb, den wir mitnehmen können. Die Lampe kannst du nicht mitnehmen, die brennt. Und das ist ein Verkaufsroboter von Irresponder. Und hier ist eine Munitionskiste noch. Ja. So, ich versuche mal kurz, gucken, was der noch hat. Weil die haben hier manchmal was für die Baggerrüstung und so. Aber erst, glaube ich, wenn wir sie haben. Ja. Ne? Aber auf jeden Fall haben die Baupläne, also mehr, eine ganze Menge. Ich versuche mal die Lederrüstung in Taschen zu bekommen. Den da kommt noch was. Jo, den hast du erledigt, gut. Jetzt läuft er wieder weg und ausgerechnet in die Schusslinie. Ich will gerne mal weiter gucken eben. So viel oft kommen wir ja auch nicht für hin, ne? Nee, das stimmt. Aber der hat nichts. Lederrüstung mit tiefen Taschen. 1250, das kann ich nicht. Oh. Bist du tot? Nee, alles gut noch. Oh, pass auf, der schmeißt. Jetzt hast du Kopf. Du brauchst unbedingt ein Scharfschützengewehr. Das ist gar nicht verkehrt mit dem Scharfschützengewehr noch zusätzlich. Ja. Kannst du das Jagdgewehr schon, hast du das schon ausgerüstet? Das Jagdgewehr habe ich ja. Da kannst du die auch gut mit erschießen. Treff die nicht mal, was ist denn das? Das war mein Jagdgewehr und das auch. Klingeling. Hier kommt der Eiermann. Oh, warte mal. Jo, der hat was. Cool. Die haben auch alle was? Oh, die haben ja alle was. Ja, ich hatte mit angeschossen eben, deswegen wahrscheinlich. Ja, die beiden nicht. Der hatte auch was. Der nicht. Naja, immerhin. Eine parasitäre Kutte. Die sehen aus. Genau. Sowas im Gartenteich ist eine Plage, glaube ich. Ich glaube, das wäre eine große Plage. Eine sehr große Plage. So, wir müssen auf, denn wir haben hier eine Aufgabe. Ich glaube, wir müssen hier sogar rein. Ja, genau. Ich habe da auch einen Punkt. Genau. Was ist hier noch drin? Ich gehe hier nochmal kurz. Hier ist nämlich, hier ist ein offener Safe. Guck mal bitte. Jetzt bin ich schon wieder überladen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Irgendein Schalter.
Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir sind im Bürgermeisteramt. So, hier, pass auf, wenn wir hier hochgehen, dann haben wir den Bürgermeister. Der ist hier rechts. Lass den mal erstmal links liegen, rechts liegen. Ja. Ja. Der quatscht dich sonst zu und dann kriegen wir eine neue Aufgabe. Ja. Achso, das Terminal, das Meister, das Bürgermeister. Weil das ist nämlich der Bürgermeister. Der Automator. Ja. Aha. Ja, die haben das einfach auf einen Automaten Ja. übertragen. Der hält sich jetzt für den Bürgermeister. Oh. Nee, doch, du kriegst leider deinen Kampf. Keine Sorge, ich komme gleich. Ja. So. Hier muss aber irgendwo eine blaue Kiste sein. Von der. Warte mal, hier. Wo ist diese Kiste? Weil hier ist. Hier steht sie. Ah, Das ja. Lok. Oh, da sind Baupläne drin. Ja, schön. 1, 2, Lok 3, von unten. wow. Vortech, Vortgirl, Vortboy und Aufseher Logbuch Gräften. Ja. Lass mal laufen, ne? Ja. Logbuch Grafton war das, ne? Ja, meins Aufseherlogbuch läuft schon. Grafton. Der Ich muss Bürgermeister aber von schneller Grafton schlagen, war der unbedingt. automatische Assistent und ist Solltest du ruhig vollkommen auch wahnsinnig tun, wenn geworden. du Zeit dafür Versucht hast. immer noch die Stadt zu regieren und hält Warte sogar immer alles nach, wenn beeinflusst ich. sie Ach auch. Gott, ist das Wir Logbuch haben alle. diese Achso, nee, ist Maschine schon gebaut, fertig. damit sie Dinge ohne uns Wo erledigen geht's kann. hier hin? Und das haben Ah, sie aus da. getan. Es könnte nützlich sein, mitzuspielen. Ah ja. Da drüben sind. Ah, ich bin runtergefallen. Oh Mann. Den hab ich. Ja, ich komme mal wieder hoch. Ja, weiß ich, wir müssen so gleich wieder runter, oder? Ja, dann bleibe ich hier mal. Ja. Ich schieß mal die auf den Dächern ab. Ja. Nee, das war der falsche Fußball. Volltreffer. Da drüben sind bestimmt noch welche, aber die kriegen wir von hier aus nicht. In der Sch Okay. ist das ist doch eine Schule da drüben, ne? Ja, eine Highschool, glaube ich. Da sind, glaube ich, auch welche drin. Ja, ich komme mal runter, wenn ich Ja. hier irgendwo kann, ohne zu sterben. Auf der Seite ist, glaube ich, ein. Ach nee, da kommst du nicht dran, glaube ich. Wo bist du denn runtergefallen? Da wo du eben standest, da bin ich einfach zu weit gelaufen, dann bin ich Ah, warte runtergefallen. mal. Ups, daneben ist auch vorbei. Okay, ich bin unten. Okay, dann sollten wir uns ruhig mal die Highschool anschauen, würde ich sagen, ne? Die anderen Genau. Gebäude können wir gleich noch Ja. gucken, aber erstmal die Highschool vielleicht. Mal, glaube ich, Gummi und so Kram holen. Ups, ich glaube, ich brauche erstmal eine Werkbank. Ey. Oh Mann. So hart, ey. Immer diese Verstoppung hier. Oh. Heute kein Krampf. Du kriegst deinen Kopf. Warte, ich muss nur nachladen. Wir kommen ja gleich da auf die, nach oben. Ja. Ja, hier ist ein Teddy. Ein bisschen was in den Schränken. Oh, hier ist eine Tür. Ein Schulraum. Den Löscher klaue ich auch gleich mal, dann nehmen wir das auch mal alles mit hier. Noch irgendwer ein Bleistift? Nö, keine Bleistifte. Warte. Ist noch ein Teddy. Hey, Quick. Oha. Noch ein. Ja, warte Chaos. mal. Ich mach mal. .308er, hier ist ein Jagdgewehr. Tja, wer weiß, was die hier gemacht haben, die beiden. Oh, hier ist so eine. Hast du die Erste-Hilfe-Kiste gesehen hier? Erste Hilfe? Wo? Neben dem. Nee, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Oh,
Da gehe ich doch glatt noch. Da bin ich ja echt vorbeigelatscht. Ja, manchmal übersieht man das auch, also. Ja. Kannst du mitnehmen den Löscher? Nehme ich nochmal mit. So. Mhm. Hier sollten wir mal gucken. Ich höre doch einen Frosch hier drin. Ja, ich auch. Klein. Hast du den auch? Ja. Irgendwo ist hier ein Frosch. Vielleicht ja. Unter dem. Kommst du erstmal zu mir? Ja. Wir haben hier ganz viele Bälle. Mhm. Basketball, ich glaube, das ist immer Gummi und die können wir immer schön verkaufen dann. Ja. Das Gummi. Siehst du die noch, die Bälle hier in dem Dings? Oder sind da keine mehr jetzt drin? Nee, da sind keine drin, aber hier sind auch noch mal so viele. Ja, dann nimm du die mal mit. Ich guck mal, was wir hier noch Schönes haben. Das nehmen wir auch alles mit. So, und hier oben noch die Handschuhe. Hier ist noch einer, den können wir genau. Du hast dich genommen, ne? Ja, ja. Super, dann haben wir jetzt nämlich noch mal schön Gummi. Ich gehe hier mal kurz hoch, mal gucken, ob wir hier oben noch was sehen. Aber hier ist nicht. Das war wohl doch draußen. Okay. Gut. Schauen wir doch mal. Nee, hier ist nicht. Wo geht's da hin? Ich glaube, da geht's auch raus. Da ist der Frosch. 18er. Oh, jo, sehr gut. War das das Jagdgewehr? Ja. Das ist noch ausgemotzt. Und wir müssen eine Treppe finden. Hier muss irgendwo eine Treppe. Nee, warte mal. Die war aus draußen. Bleib mal da. Ich weiß, wo die Treppe, wo wir hochkommen. Wir sollten mal ein klein bisschen schleichen, dass wir uns nicht sofort entdecken. So. Wenn wir hier den Bus hochgehen, wir müssen mit Granaten und dergleichen jetzt rechnen. Mhm. Mal gleich welche da hoch. Checken. Ah, ich sehe es, ja. So, und dann gehen wir hier rüber. Leichen am besten. Genau. Den nehme ich da vorne und die sind sehr schnell, also. Weiß nicht, was das für einer ist. Ist nur ein Fünfer, den kriege ich platt. So, warte, ich schmeiße Granate. Vorsicht. Ja. Granate? Hoffst du, du bist nicht getroffen? Nee, ich bin hier in relativer Sicherheit. Gut. Jo. So, ich glaube, damit haben wir die auch erledigt erstmal. Lass denn ein Stimpack mitten auf der Straße, auf dem Weg. Okay. Das scheint heute gar nicht so viel zu sein hier. So. Jagdgewehr. Ups. Das. Da hinten liegen noch welche. Ich glaube, die haben wir eben abgeknallt. Stimmt. Es kommt ein Quest gleich. Jetzt sollten wir sehen, dass wir nochmal zur Werkbank kommen. Ich bin zu langsam für die. Hier ist noch eine Chemkiste, Erste-Hilfe-Kiste. Ja. Und ein Herd. Das ist sehr gut. Oh, ich guck nehm, mal schnell. Mach mal ruhig. Ups, nee, Moment. Da will ich hin. Oh ja, den fantastischen Opossumbraten. Becken. So, Becken. Noch ein Becken. Ups, eine Leuchtpizza bei. Nee, leuchtendes Steak. Was macht denn das? TP45. Dann werden wir das auch essen. So, wir essen alles hier in diesem Land. Okay. Gut, ich bin fertig, wenn du willst. In der anderen Hütte hier, da ist noch eine Munitionskiste. In dem Kühlschrank, ja, musst du mal gucken. Ja, Ja, hast schon aufgemacht, schön. Super. So. Oh, du bist am Herd, nehme ich an, ne? Genau. Okay.
Pass mal ein bisschen auf hier. Gehen wir mal ein bisschen so längs so. Oh, hier ist nichts weiter auf der Ebene. Nee. Okay, die haben wir ausgelootet. Ja, da ist nichts weiter. So, ich bin auch Moment fertig. Ist, ja? Ich bin auch fertig jetzt. Okay, dann lass uns hier ruhig runterhupfen. Mhm. Dann versuchen wir mal nochmal zum Gebäude rüberzukommen, beziehungsweise zu dem kleinen Schuppen, ja, wo wir vorhin waren, dass wir unsere Sachen zerkleinern. Wir schleichen schon wieder Dings rum. Ich sehe es. Oh. Da. Du zerfetzt mich nicht. Ich. Der zerfetzt mich. Au, au. Der zerfetzt mich. Oh Mensch, ich bin noch nicht so weit. Und der hat ja nicht. Gut. Oh, danke, das war eine Hilfe, ne? Ja. Oh. Ups. Mal gleich gucken, was ich hier. Nicht, dass wir die Hälfte liegen lassen. Ja, stimmt. Ich habe auch alles eingesammelt. Ja, einfach alles nehmen, was du kriegen kannst. Todesmutig. So. So. Hier mal kurz noch mal hoch. Ich glaube, da habe ich mit drauf geschossen. Das müsste klappen. Pass auf, diese verbrannten, die schlagen mit irgendeinem blöden Ding Schild. Zu. Ja, ich habe es gesehen. Die haben Demoschilder. Oh, danke. Meine Güte, ist ja richtig was los. Dahin, ja, das ist diese Protestgeschichte hier. Genau. Ah, ich kann nicht! Jetzt habe ich ihn. Letzter Sekunde. Ich will Arbeit, steht auf dem Schild. Ja, ja. Tja. Ich mache einen Protestmarsch. Ja, da ist ein Band, ne? Ja, genau. Wollen wir das kurz aufnehmen und hören? Ja, können wir machen. Eins, zwei, drei. Ich kann ihn nicht einmal begraben. Wenn ein Bot geschmolzenem Stahl fällt, von ihm bleibt nichts übrig. Dafür werden sie bezahlen. Ich werde es diesen Mistkerlen zeigen. Kräftenstil. Das wird auch noch ein spannendes Geschichtchen. Da haben wir noch einiges, was wir. Ja. Hey, warum schießt du denn den Stahlkugel ab? Wollte ich abschießen. Ich hab keinen Stahl. Okay, wir könnten hier durchgelaufen nochmal und rechts rum. Oh, Protestmarsch abgeschlossen. Wir kriegen was. Wir kriegen was. Ja, ich hier. Ich hier. So. Das kann gar nicht stimmen, ich hab dich durchlöchert. Ah, ich hab ne Brustteil gekriegt. Oh, Metallrüstung mit Sternen. Oh, die zieh ich gleich an. Ja. Das ist cool, da kann man die andere ablösen. Das ist nämlich, ach, die ist nachtaktiv. Nee, die nützt nix. Die sind ja nicht nachts unterwegs. Ja, jedenfalls nicht oft. Nee, dann behalte ich den. Schade. Verringert sich sogar noch bei Tag. Nö, dann hat das keinen Sinn. Nee, dann verkaufe ich die. Das bringt nichts. Können hier noch mal Richtung den Bahnhof gehen? Oh. Da wird eine Kiste abgesetzt, da oben, wo es räuchert. Siehst du das da hinten? Ist das rot? Das ist eine weiße Rauchfahne.
Nee, das sind die aus dem Boden. Die kommen aus dem Boden. Aha. Da ist nichts weiter. Warte mal, ist hier eine Werkbank? Oh, hier ist eine Werkbank. Hier können wir auch was machen. Mhm. Eine Chemiewerkbank zwar nur, aber das macht ja nichts. Wir können auf jeden Fall zerlegen. Nee, diese Weißen rauffahren, das ist das kaputte Gebiet. Das kommt aus dem Boden. Ah ja. Ja, ja. Das ist alles zerstört hier. Mhm. Och, hier gibt es auch noch schöne, schöne kleine Quests und so. Ja. Auch eine interessante Gegend. Hier werden wir uns öfter aufhalten, denke ich. Müssen nur ein bisschen gelevelt sein, dann geht das besser. Macht's mehr Spaß. Mal austeilen können, weißt du? Ja, ja, richtig, das ist klar. Ja. Warte mal, rechter Arm, was ist denn mit meinem rechten Arm? Linker Arm. Linkes Bein, rechtes Bein. Warum ist der denn nicht aktiviert? 10. Ach, da hatte ich dran. Nee, das ist das andere. Zweimal rechten Arm, nee, brauche ich nicht. So, dann habe ich das. Die Sportjacke packe ich weg. Und auch weg. Gut. Okay, dann können wir weiter. Wir könnten. Haben wir jetzt eigentlich unsere Aufgabe schon erledigt? Überlege ich nämlich gerade, ob wir das schon haben. Ne, wir haben den Sender noch nicht eingeschaltet. Mhm. Da gibt es eine kleine Quest, die heißt Event Horn Strauch sterben. Ja. Weißt du nicht, was das ist? Da müssen wir noch mal gucken. Wenn du Lust hast, können wir die noch spielen. Ja, können wir machen. Ne, dann würde ich sagen, müssen wir in die Richtung erstmal wieder. Mhm. Ja, und dann gehen wir da mal hin. Ja, ja. So. Kann losgehen. Ja. Warte mal, hier ist die Kiste. Ich sehe gerade die Kiste. Ja, ja. Brustkorb mit Wirbelsäule. Oh, toll. Die brauchen wir unbedingt. Ja. Oh, hier ist noch Schrot. Hier sind Schrotpatronen noch. Oh ja. Eine habe ich noch entdeckt, ja. Weil ich habe ja so viel. Ja, wenn du genug hast, dann nehme ich die. Dann habe ich ein bisschen was als Ersatz. Hier ist nur ein Seesack. Ja, den hab ich. Mhm. Hier ist die Kiste, hast du, ne? Die kleine. Ja, ja. Okay. Ich würde sagen, du könntest dich mal ein ganz bisschen aufpeppen, vielleicht was essen. Ja, stimmt. Nicht, dass du mir hier umfällst. Nee, das darf nichts passieren. Sollte nicht, nee. Ich hätte erst mal den leckeren Bacon auf. Oh, da haben wir Glück bei. Cool. Ah ja, wir müssen aber trotzdem noch mal ist der gekocht oder nicht? Das weiß ich gar nicht. Also nichts roh essen, hier bist du sofort krank. Weiß hier noch was? Nö, hier knistert so wie blöd. Ja, stimmt. So, Waffen nachladen, mal kurz gucken. Ja, die ist auch. Jagdgewehr. Passt noch eine rein. So. Also in diesem Gebiet ist es durchaus sinnvoll, Rad X und Rad Away mitzunehmen. Mhm. Mit den hier. Oh, Fisch, da ist es drin. Alles leer. Sind wir denn auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Da hinten ist noch ein Biber oder so. Ja, zwei Stück. Drei sogar. Aber. Ja, außer Biberzähne und Dings haben die aber leider nicht. Schade. Ja, finde ich auch. Wenn ich das Fleisch hätte, ne? Könnte man die ja nochmal. Oh, hier ist Säure. Stimmt. Cool. Coole Sache. Theoretisch könnte man sogar hier unser Haus hinstellen. Ja, auch nicht schlecht. Aber dann werden wir immer beschossen, glaube ich. Die muss schon gut ausgerüstet sein, dann glaube ich. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber die Richtung stimmt noch, ja. Ja. Da
Da ist noch ein Bahnhof? Ist da noch ein Bahnhof? Wo? Oh. Das weiß ich nicht. Ich hab da die Smith Farm haben wir entdeckt. Ab jetzt bitte vorsichtig, ne? Wir haben hier größeren Tieren und Snelligasten und also und vor allen Dingen mit Skorpionen. Ja. Im schlimmsten Fall zu tun. Ich glaube, ich nehme da die Pumpgun. Ja, ja, ich nehme die auch schon. Ich hoffe hier auch gerne mal aufs Auto. Ah, hier ist eine Kochstelle. Cool. Passt du kurz auf, dann koche ich kurz mal die Hunde und so. Ja, ja. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Das war's schon wieder für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss.